Im 7. Jahrhundert entstand der Islam, in dem sich Gott, Mohammed, über 22 Jahre hinweg direkt offenbarte. Der Koran ist eine Sammlung dieser Offenbarung, die Mohammed zunächst mündlich an seine Gefährten weitergegeben hatte. Für die Gläubigen des Islam ist dieses heilige Buch also das aufgeschriebene Wort Gottes. Ihre ganze Religion basiert auf diesem Text, der sozusagen vom Himmel herabstieg. Für die Muslime gibt es einen Gott, den einzigen, den Schöpfer, der allen Geschöpfen Leben gegeben hat. Der Koran ist das göttliche Wort, die Offenbarung. Er ist außerdem das Buch, mit dem die Muslime beten. Er beinhaltet die wesentlichen Gebote, die ein Muslim zu befolgen hat, und fasst sie zusammen. Mohammed, der Gesandte Gottes, Frieden und Segen sei auf ihm, hat uns, die Muslime, gelehrt, die Propheten zu achten. Der Koran gibt uns die beste Erziehung. Und so haben wir gelernt, Maria, die Tochter Imrans, zu achten. Denn sie ist die Edle, die Jungfrau, die Reine, gegen die der Islam keine Vorbehalte hat. Ganz im Gegenteil, sie ist eine Frau, die ihr ganzes Sein dem allmächtigen Gott geweiht hat, in Anbetung, Fasten, Glauben und Gebet. So ist Maria für uns. Und wir betrachten sie als eine der besten Frauen auf dieser Erde. Ich bete nicht zu Maria, sondern ich bete zu Gott. Denn wir richten unser Gebet nur an Gott. Man betet zu niemand anderem außer zu Gott. Aber wenn ich den Koran lese, lese ich die Sure Imrans und die von Maria. So spüre ich Maria und ihre Spiritualität und ich spüre ihre Liebe zu Gott und das treibt mich dazu, Gott noch mehr zu lieben, ihm zu gehorchen und ebenso Jesus mehr zu lieben und Gott näher zu kommen. Heute möchte euch das Net for God mit in die Sichtweise der Muslime hineinnehmen, die sie von Maria haben, und betrachten, wie der Koran über sie spricht. Kann sie uns auf einem Weg des Friedens zwischen unseren Religionen helfen? Muhammad Ubaid wohnt in Nazareth im Heiligen Land. Er ist verheiratet, Vater von 4 Kindern und Richter am islamischen Gericht von Nazareth. Kein Moslem kann die Existenz der Sure über Maria im Koran verleugnen. Der allmächtige Gott hat ihr eine sehr schöne und gesegnete Sure geweiht. Und der allmächtige Gott erzählt die Geschichte Marias, wie sie mit ihrem Sohn Jesus, dem Messias, schwanger war, wie sie dabei froh war und glaubte und wie ihr Gott in dieser Zeit begegnet ist. Und sie ist die einzige Frau, die mit ihrem Vornamen im Koran erwähnt wird. Die Geschichte und die Eigenschaften Marias sind detailliert in 2 Suren des Korans erwähnt. Die 19. Sure, die ihren Namen Mariam trägt, und die 3. Sure. In anderen Ausschnitten des Koran wird sie darüber hinaus kurz erwähnt. Der
Der Vater Marias heißt im Koran Imran. Die Frau Imrans, Hanna, ist schon alt und unfruchtbar, als sie ein Gelübde ablegt, Gott das Kind zu weihen, für das sie ihn um ein Wunder gebeten hat. Sie bringt tatsächlich ein Kind zur Welt, doch es ist ein Mädchen. Sie ist darüber verwirrt und enttäuscht, denn sie kann nicht verstehen, wie ein Mädchen im Tempel dienen könnte. Die Ehefrau Imrans nennt ihr Kind Maria und stellt es mit seiner Nachkommenschaft unter den Schutz Gottes und gegen den Teufel, den Verbannten. Alle Kommentatoren zitieren in diesem Zusammenhang ein Hadith, das heißt einen Mohammed zugeschriebenen Ausspruch. Jedes Neugeborene wird bei seiner Geburt durch Satan berührt. Deswegen schreit es. Die einzige Ausnahme sind Maria und ihr Sohn. Pater Samir Khalil Samir ist Kopte und Jesuit. Er ist Doktor der Theologie und der Islamwissenschaften und hat mehr als 40 Jahre Erfahrung mit der muslimischen Welt in Ägypten und im Libanon. Heute ist er Inhaber einer Professur für islamisch-christliche Studien am Päpstlichen Orient-Institut in Rom. Es gibt laut dem Islam nur zwei Wesen auf der Welt, die nicht vom Satan berührt wurden: Jesus und Maria. Sogar die Berichte rund um diesen Hadith sind unzählbar. Es wird erzählt, dass in dem Moment, in dem Satan das Kind und seine Mutter von oben berühren wollte, unmittelbar zwei Engel kamen und ihre Flügel ausbreiteten, um ihn davon abzuhalten. Er kam von der Seite und andere Engel kamen und breiteten ihre Flügel aus. Und dann von unten und so weiter. Das ist dieser volkstümliche Stil, den man in allen apokryphen Evangelien wiederfindet, wie auch in den muslimischen Legenden. Aber dahinter steckt ein tiefer theologischer Sinn. Und zwar, dass die Sünde weder Maria noch Jesus jemals erreicht hat. Ni Marie, ni Jésus. In unserer Religion kann man von einer absoluten Reinheit von Maria und Jesus, Friede sei auf ihm, sprechen. Vollkommener Reinheit. Wir glauben, dass alle anderen Personen vom Teufel berührt wurden. Deswegen bin ich davon überzeugt, dass mir Maria und ihr Sohn, der Messias, Friede sei auf ihm, durch ihre Reinheit und durch das, was sie uns lehren, dabei helfen, mich Gott zu nähern. Schon als Kind weihen ihre Eltern Maria im Tempel, wo ihr Herr sie freundlich empfängt. Zacharias, der Vater Johannes des Täufers, bekommt die Aufgabe, sich um das Kind zu kümmern. Aber Zacharias bemerkt schon bald, dass er sich nicht um die Bedürfnisse des Kindes zu sorgen braucht. Jedes Mal, wenn Zacharias zu Maria in den Tempel kam, fand er neben ihr Nahrungsmittel. Er fragte sie: Woher bekommst du diese Nahrung? Ich bekomme sie vom allmächtigen Gott. Es geschieht eine Reihe von Wundern. So heißt es, dass sie Sommerfrüchte im Winter fand und die es normalerweise im Winter gibt, im Sommer. Das ist unglaublich, alles ist vorhanden.
Gott zeigt uns, dass dieses Kind etwas ganz Besonderes ist. Als sie dann dort unter Angst und Schmerzen der Geburt am Fuß einer Palme liegt, ruft eine Stimme von unterhalb: Sei nicht traurig, dein Herr hat unter deinen Füßen ein Bächlein entspringen lassen. Schüttle den Stamm der Palme in deine Richtung und es werden reife und saftige Datteln auf dich herabfallen. So iss und trink und sei frohen Mutes. Sie litt unter den Geburtswehen, doch Gott ließ sie arbeiten. Er sagte ihr, steh auf und schüttel die Palme, und sie stand auf, und der Baum gab ihr Datteln zu essen, und er schuf einen Bach, um ihre Schmerzen zu lindern. All diese Dinge sind ein Wunder und der Großmut Gottes, denn sie hat ihm gehorcht und ist seinen Wegen gefolgt. Und die Stimme spricht weiter zu ihr: Wenn du einen Menschen siehst, dann sprich: Ich habe dem Barmherzigen zu fasten gelobt. Also werde ich heute mit keinem Menschen sprechen. So bringt sie ihren Sohn zur Welt, den Gott El-Masih nennt, Isa, den Sohn Marias. Gott hat viele Propheten und Boten gesandt und unter diesen 5 ausgewählt: Abraham, Mose, Jesus und Mohammed, der Friede und das Heil Gottes sei auf ihnen, und Noah, Friede sei auf ihm. Das sind die wichtigsten Propheten. Jesus hat also einen sehr hohen Stand bei den Muslimen, und der Prophet, Friede sei auf ihm, nennt Jesus, wenn er ihn zitiert, immer seinen Bruder. Jesus, Friede sei auf ihm, ist also der Prophet Gottes, der Diener Gottes, das Wort Gottes. Er ist der Geist Gottes, der zu Maria gesandt wurde. Gott hat aus ihm ein Wunder in den Augen der Menschen gemacht. Er wurde vom allmächtigen Gott ohne Vater geschaffen, wie er vorher Adam aus nichts geschaffen hat. Diese wundersame Empfängnis von Jesus macht die Familie von Maria misstrauisch. Als sie zu den Ihrigen zurückkehrt, beschuldigen diese sie, Ehebruch begangen zu haben. Da sie Gott gegenüber das Gelübde abgelegt hat, zu schweigen, gibt sie ihrem Neugeborenen ein Zeichen, sich zu äußern. Und Jesus spricht. Das ist das erste Wunder von Jesus, dass er als Baby spricht. Wir finden diesen Bericht tatsächlich in den apokryphen Evangelien. Aber das hat wie immer einen theologischen Sinn. Wie kann es sein, dass ein Baby spricht, wenn es noch überhaupt nicht sprechen kann? Inni Abdullah.
Ich bin der Diener Gottes. Er hat mich gesandt, euch das Fasten und das Almosengeben zu verkündigen, das heißt den Islam. Das bedeutet, sich Gott hinzugeben und ihm zu gehorchen. Da geraten alle ins Staunen und verstehen, dass sie keinen Ehebruch begangen hat. So verteidigte Jesus im Koran selbst den Ruf seiner Mutter, indem er in der Wiege sprach und verkündigte gleichzeitig seinen Auftrag. Ich bin wirklich der Diener Gottes. Er hat mir die Schrift gegeben und mich zum Propheten gemacht. Er machte mich gesegnet, wo immer ich auch sein mag, und er befahl mir Gebet, solange ich lebe, und gut zu meiner Mutter zu sein. Und er hat mich nicht gewalttätig und nicht böse gemacht. Und Friede sei mit mir am Tag meiner Geburt, am Tag meines Todes und am Tag meiner Wiedererweckung zum Leben. In vielen Koranversen hat Jesus weitere Wunder vollbracht. Er hat Kranke geheilt, er hat Leprakranke geheilt und einmal hat er sogar unter besonderen Umständen das Wunder gewirkt, einem Toten zu befehlen, wieder ins Leben zu kommen, und dieser Tote hat das Leben wiedergefunden. Als Kind formt er aus Erde, aus Lehm, eine Art Vogel. Er haucht hinein und der Vogel lebt und fliegt davon. Das entspricht übrigens genau dem schöpferischen Akt Gottes, der ein doppelter Akt ist. Zu formen, mit Lehm zu modellieren und den Lebensatem einzuhauchen. Natürlich sind das nur Zeichen, nur Wunder. Aber die Muslime wissen sehr gut, dass es nicht Jesus ist, der heilt, und nicht er, der die Toten auferweckt, sondern Gott gibt ihm diese Macht, wie er Mose die Macht gegeben hat, den Stab in eine Schlange zu verwandeln. Koran zufolge geben diese Privilegien, die Gott Jesus zugesteht, ihm kein göttliches Merkmal. Jesus ist ein Prophet wie viele andere, die ihm vorangegangen sind. Der Begriff Macht ist Gott vorbehalten. Nichts wird, nichts geschieht, ohne den Willen Gottes. Zu sagen, dass Maria den Atem Gottes bekommen hat, dass also Jesus Gott ist, diese Vorstellung gibt es bei den Muslimen nicht. Der Begriff des Zeichens und des Wunders, in Arabisch El-Mu'ajiza, ist übrigens eine Sache, die an die Boten oder an ganz bestimmte Personen, die im Koran genannt sind, gebunden ist. Damit die, die hinterher kommen, nicht sagen können, schau, ich bin wer, ich bin etwas und hier ist mein Wunder. Wir glauben daran nicht mehr. Er kann uns so viele Wunder zeigen, wie er will. Das interessiert uns nicht.
weil wir die Muslime in der muslimischen Vorstellungsweise am Wunder als solches nicht festhalten. Dies ist ein grundlegendes Element bei den Muslimen, eben um jenen Einhalt zu gebieten, die hinterher kommen, um zu sagen, ich habe dies, ich habe jenes, also bin ich etwas. Nein, die Botschaft hört mit dem Boten auf und die Offenbarung hört bei der offenbarten Botschaft auf. Jesus, Sohn Mariens. So nennt der Koran Jesus am häufigsten. An anderen Stellen heißt er auch Geist Gottes, Wort Gottes, Messias. Aber es kommen vier kategorische Verneinungen im Koran vor, die Jesus betreffen. Er ist weder Gott noch sein Sohn, noch der Dritte einer Dreiheit und er wurde nicht gekreuzigt. Ein anderer Mann, der ihm glich, sei an seiner Stelle gekreuzigt worden. Natürlich gibt es viele theologische Debatten über diese Ähnlichkeit. Wer ist es? Ist es jemand aus seiner Umgebung oder jemand, der zufällig vorbeikam, der ihm ähnlich sah? Aber für uns wurde Jesus nicht getötet, nicht gekreuzigt. Er wurde erhöht, von Gott hinweggenommen. Und natürlich glauben wir auch, dass er eines Tages wiederkommt. Also ist er nicht auferstanden, weil er nicht gestorben ist, und er wird wieder herabkommen gegen Ende der Zeiten. Von niemandem im Koran, von keinem Propheten, sagt man, dass Gott einen Propheten erhöht hat. Das wird im Koran nur über Jesus ausgesagt. Vielleicht ist das eine Andeutung in Bezug auf die Himmelfahrt. Aber Jesus ist nicht gestorben, nein. Er ist bei Gott. Und er kommt am Ende der Zeiten wieder, im Moment des jüngsten Gerichts. Er wird also, das steht nicht im Koran, das ist in der Tradition, er wird wiederkommen und das Ende der Welt verkünden. Und dass die wahre Religion der Islam ist. Die Geschichte von Maria im Koran hört nach der Geburt Jesu auf. Ein Vers in der Sure 23 fügt einzig hinzu, dass Gott für Maria und Jesus ein Obdach gefunden hat, einen friedlichen Hügel, der mit einer Quelle ausgestattet ist. Aber der Koran kommt mehrmals auf die Tugenden und die Vorzüge von Maria zu sprechen. Gott hat sie nicht nur gereinigt und unter allen Frauen der Welt auserwählt, sondern sie ist die Jungfrau, schlechthin die Jungfrau des Glaubens, des Fiat, die sehr Gläubige, denn sie hat den Worten ihres Herrn geglaubt. Sie und ihr Sohn sind ein Wunder für das Universum. Keine andere Frau hat Anrecht auf ein solches Lob. Wir Muslime, wir sehen in Maria die Reinheit, eine Einladung zur Reinheit, sich so weit als möglich von schlechten Taten und Gottes Zorn fernzuhalten. Darin besteht unsere große Mission, rein zu sein und unserem Herrn in der Reinheit zu folgen. Nahla ist verheiratet und Mutter von zwei Kindern. Sie wohnt in Jerusalem, im Heiligen Land, auf dem Ölberg.
Sie arbeitet jeden Tag in der Altstadt, im christlichen Zentrum Ecce Homo. Sie kümmert sich um den Empfang der Pilger, die ins Heilige Land kommen. Ich glaube, dass Maria eine große Liebe zu Gott hatte, weil sie ihm gehorcht hat. Trotz ihrer schweren Mission gehorcht sie ihm. Sie durchlebt schwierige Momente, aber Gott ist immer mit ihr. Sie gibt sich ihm hin. So sehe ich das. Als muslimische Frau muss ich Frieden machen mit allem, was Gott geschaffen hat und vor allem mit den Menschen. Denn ich glaube, dass Gott den Menschen wertschätzt. Er hat alle seine Geschöpfe geschaffen und unter seinen Geschöpfen ist der Mensch. Er hat den Menschen geehrt. Also habe ich die Pflicht, das Geschöpf Gottes zu ehren. Den Menschen, der mein Bruder ist, indem ich ihn liebe. Und zwar ohne Hochmut, denn Hochmut wird in unserer Religion nicht akzeptiert. Und deshalb müssen wir unsere Augen auf Maria richten, ihre Demut sehen und sehen, wie groß ihre Mission war und gleichzeitig, wie sehr sie Gott gehorcht hat, indem sie demütig vor ihm war, ihr ganzes Leben lang. Worin kann Maria eine Brücke sein zwischen unseren Religionen? Maria ist eine Brücke, zunächst einmal, weil die christlichen und muslimischen Schriften mit den exakt gleichen Worten von ihr sprechen. Da ist der Bericht der Verkündigung. Es ist die gleiche Unterordnung, wenn Maria sagt: Ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Und außerdem ist Maria Mittlerin, weil sie nichts vorspielt. Sie vereint die Menschen untereinander. Das erklärt auch die Bewegung, die im Libanon am Jamhur-Gymnasium gestartet wurde. Um die islamisch-christliche Annäherung zu feiern, hat das Gymnasium ein großes Treffen am 25. März beschlossen, dem Fest der Verkündigung. In der Tat finden sich seit dem 25. März 2007 Christen und Muslime zusammen, um den Tag der Verkündigung zu feiern, auf Initiative von zwei Männern, einem maronitischen Christen Nashi Khoudi und einem Muslimen Sher Mohammad Nokari, dem ehemaligen Direktor von Dar el-Fatwa, der höchsten sunnitischen Instanz im Libanon. Seit Februar 2010 ist dieser 25. März vom libanesischen Parlament als nationales islamisch-christliches Fest erklärt worden und Feiertag für das ganze Land. Eine Weltneuheit. Wer anders als unser Land an der Schnittstelle der drei monotheistischen Religionen kann diese Rolle der Annäherung, des Dialoges und der Öffnung einnehmen? Würde es zu sehr einem Traum gleichen, zu sagen, dass die Zivilisation der Liebe sich nunmehr von dieser gesegneten Erde aus bis zum Rest der Menschheit ausbreiten wird. Also lasst uns träumen und unser Traum wird Realität werden. Es ist der Anfang einer Idee, an der ich seit über 10 Jahren arbeite. Als Muslime und Christen gemeinsame, natürliche Leitsätze zu suchen, keine künstlichen, die für ein gleiches Wort vereinen. Ein Wort, durch das wir unseren Glauben an Gott bekräftigen, den Glauben an seine Apostel,
seine Propheten, seine himmlischen Bücher, an die jeder von uns getrennt glaubt, an das darüber hinaus und an die Wichtigkeit der Nächstenliebe. Dieser Zusammenschluss nimmt auch im Bau eines zukünftigen islamisch-christlichen Marienzentrums auf dem Platz des Nationalmuseums in Beirut konkrete Form an. Er wird umbenannt in Marienplatz. Dieser Ort ist symbolisch, denn in dieser Umgebung verlief die grüne Linie, die Grenzlinie zwischen dem Westen und dem Osten der Stadt, die Christen und Muslime trennte. Dieses Fest, das im Libanon eingeführt wurde, will Folgendes ausdrücken. Das Wesentliche der Haltung des Gläubigen ist zu sagen, hier bin ich, Herr, ich komme, um deinen Willen zu tun. Wenn wir Gläubigen, Muslime oder Christen oder Juden oder wer auch immer, wenn wir lernen, in unserem täglichen Leben zu sagen, hier bin ich, Herr, du kannst mich bitten, um was du willst, ich gehöre dir, dann rettet Gott und gibt mir die Kraft, das Unmögliche zu tun, das Unglaubliche. Das ist, glaube ich, unsere gemeinsame Botschaft als Gläubige, was immer auch unser Glaube sei. In diesem Monat können wir für den Frieden in der Beziehung zwischen Christen und Muslimen in der Welt beten. Für die eigene Initiative der Verständigung und des Dialoges im Libanon, dass sie sich in unseren Ländern verbreitet und gelebt werden kann. Das Wort diesen Monats ist Vers 38. Im ersten Kapitel des Lukas-Evangeliums. Da sagte Maria, ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe, wie du es gesagt hast.